Liebe Menschen, 50 plus, herzlich willkommen bei 50 plus Fernsehen. Ich begrüße Sie heute recht herzlich und stelle Ihnen den Buchtipp 50 plus vor. Heute empfehlen wir die Biografie über Karl Renner. Karl Renner war eine durchaus extrem bekannte Persönlichkeit in Österreich, heute in Deutschland zumindest etwas in Vergessenheit geraten. Karl Renner war 1918 Gründer der ersten oder Mitgründer der ersten österreichischen Republik und 1945 Mitgründer der zweiten österreichischen Republik. Von 1918 bis 1920 war er Kanzler mehrerer österreichischer Kabinette und danach Präsident des Nationalrates, also dem österreichischen Parlament. 1938 befürwortete Karl Renner den Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich. 1945 hinderte ihn das aber nicht daran, die Zweite Österreichische Republik mitzugründen und deren erster Bundespräsident bis 1950, bis zu seinem Tod, zu werden. Richard Sage legt mit der Biografie Karl Renners ein profundes Werk, das durchaus lesenswert, aber auch lesensfähig ist, vor. Es gibt wichtige Erkenntnisse über die Geschichte Mitteleuropas, speziell Österreichs, in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Für jeden, der in der Geschichte Mitteleuropas und der deutschsprachigen Länder interessiert ist, ist die Biografie Karl Renners ein unbedingtes Muss. Erschienen ist das Buch im Wiener Schollnai Verlag und es ist unser Buchtipp 50 plus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Bitte bleiben Sie bei uns. Wir bleiben für Sie am Ball. Übrigens, mehr Informationen finden Sie im Blog 50plusleben.com.